Das ist Yingdishen im Osten Chinas. Und das ist die traditionsreiche niederländische Stadt Delft. Dieser sagenumwobene Ort war jahrhundertelang das Zentrum der Porzellanindustrie Chinas und der Welt. Zuerst die Hände nass machen. Hier in den Niederlanden war es genau diese Vorliebe für Porzellan, die den landeseigenen Keramikhandel beflügelte, bekannt als Delfter Blau. Ein Treffen mit den Meistern, die dieses Handwerk am Leben halten. Dafür braucht man Muskeln. Ja, schauen Sie hier. Willkommen zu Crossing Cultures. Erforschen Sie mit uns die uralten Bande, die China und Europa verbinden. Spricht man in China von Yingdishen, denkt man sofort an Porzellan, insbesondere an Qinghuasi, das berühmte blau-weiße Porzellan. Seine Herstellung ist ein komplizierter Prozess, der 72 Schritte umfasst. Der Töpfer beginnt damit, den Ton auf der Drehscheibe zu positionieren. Er muss absolut mittig stehen, sonst wackelt er. Dann formt er die Seiten des Gefäßes. Er tut das behutsam, auch wenn er seine ganze Kraft und Energie in seine Hände zu legen scheint. Darf ich es mal versuchen? Ja, natürlich, aber zuerst die Hände nass machen. Dann die linke Hand nach außen und die rechte Hand nach innen. Bewegen Sie sie langsam zusammen und dann auseinander. Und hier haben wir die Schale. Die Grundform wird vom nächsten Handwerker bearbeitet. Bei diesem Schritt, dem sogenannten Trimmen, wird überschüssiger Ton entfernt. Die Dicke muss sehr genau sein. Ein Fehler von höchstens einem Zehntel Millimeter ist erlaubt. Beim Glasieren wird das Gefäß recht langsam eingetaucht und erstaunlich schnell wieder aus der Glasur herausgenommen. Die Geschwindigkeit wird durch die Form des Objekts bestimmt. Der Handwerker braucht Erfahrung dafür. Ein charakteristisches Merkmal von blau-weißem Porzellan ist die Unterglasmalerei. In die Gestaltung fließen traditionelle chinesische Tuschemaltechniken ein, wie zum Beispiel das Verblassen und Verjüngen. Alles, was auf die Keramiken gemalt wird, drückt eine bestimmte Symbolik aus, die gewöhnlich mit einer Form von Segen einhergeht. Um kreativ zu arbeiten, muss man in die Welt hinausgehen, sie entdecken und die Schönheit des Lebens zu schätzen wissen. Ohne einen solchen Input kann es keinen Output geben. Außerdem ist der künstlerische Ausdruck eine sehr persönliche Angelegenheit, ein Ausdruck des eigenen Geschmacks und des eigenen Weltbildes. Das ist eine traditionell gefertigte blau-weiße Porzellantasse. Paul, was gibt es bei dir? Seit rund 400 Jahren werden in der niederländischen Stadt Delft wunderbare Dinge aus Ton hergestellt. Inspiriert durch das Porzellan aus China begannen die einheimischen Töpfer, ihre eigene blau-weiße Keramik herzustellen. Heute ist Royal Delft die einzige Porzellanfabrik in der Stadt. Ein Handwerker zeigt einen der ersten und wichtigsten Schritte im Produktionsprozess, den Abguss. Was machen wir heute? Wir werden den Rock der Proud Mary herstellen. Darf ich es mal probieren? Ja, das ist der Ton. Der Ton kommt aus dieser Spritzpistole. Ja, okay. Man drückt diesen Handgriff. Es läuft. Wünsch mir Glück. Viel Glück, Kumpel. Ruhig, ganz ruhig halten in der Mitte. Was passiert, wenn es zu schnell läuft? Dann kann man Luftbläschen drin haben. Und das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Wie ein Profi. Anfängerglück. Ein bisschen abtropfen lassen. Schön. Dann schließen wir die Form. Okay. Sobald die Form gefüllt ist, wird sie verschlossen. Der Rock wird dann 15 Minuten lang stehen gelassen. Dann wird der restliche flüssige Ton hineingekippt, wobei eine Kruste zurückbleibt. Jetzt dreht man sie um. Bis zum Anschlag. Bis zum Anschlag. Ganz ruhig. Sicher? Ja, sicher. Mache ich das richtig?
Und dann kommt das, was noch flüssig ist, heraus. Okay. Und die Kruste bleibt. Was macht einen guten Delfter Töpfer aus? Wenn man es zu fest hält, bricht es. Man muss also feinfühlig und technisch sein. Nachdem die Form in die richtige Richtung gedreht und geöffnet wurde, wird der Rock eine Stunde lang stehen gelassen. Dann ist er bereit zum Herausnehmen. Vorsichtig. Oh wow, schau dir das an. Jetzt sieht man es. Und hier die andere Seite, genauso. Da haben wir ihn. Da ist er. Okay. Jetzt müssen wir den Rock hier auf die Platte legen, dann kann er trocknen. Das ist der heikle Teil. Wenn man zu fest drückt, bricht er. Nehmen Sie die ganze Hand. Okay. Genau so ist es richtig. Schön, und jetzt lassen wir ihn stehen, bis er trocken ist. Sie machen das schon sehr professionell. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Nach dem Trocknen wird die Töpferware mit Schwämmen bearbeitet. Dieser entscheidende Schritt beseitigt alle Unregelmäßigkeiten und definiert die endgültige Form. Anschließend wird die Keramik mit kobalthaltiger Spezialfarbe bemalt. Das ist eine hochqualifizierte Arbeit. Man braucht etwa ein Jahrzehnt, um das zu erlernen. Dann wird der Rock glasiert und gebrannt. Durch eine chemische Reaktion verwandelt sich die schwarze Farbe in das berühmte Blau. Für echtes Delfter Porzellan kann man heute ein kleines Vermögen verlangen. Ein Mitarbeiter erklärt, wie man eine Fälschung von einem Original unterscheiden kann. Das hier ist ein Proud Mary Rock. Warum haben niederländische Töpfer angefangen, chinesisches Porzellan zu kopieren? Wir begannen Ende des 16. Jahrhunderts, chinesisches Porzellan zu importieren. Es gab einen Aufschwung, als die East India Trading Company gegründet wurde. Das war eine Konkurrenz für die lokalen Töpfereien. Also begannen sie, das chinesische Porzellan zu imitieren. Dann stagnierten aufgrund Problemen in Fernost die Importe aus China. Eine Chance für den einheimischen Markt zu wachsen. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt gab es in Delft etwa 34 Fabriken. Und warum war es so beliebt? Es war sehr filigran. In Europa konnten wir kein Porzellan herstellen, also begann man in Delft, den Ton auf eine andere Art zu mischen. Es gelang ihnen, ihn dünner zu machen. Das Ergebnis sah dem chinesischen Porzellan sehr ähnlich. Deshalb nennt man es holländisches oder Delfter Porzellan. Aber in Wirklichkeit ist es Steingut. Wie kann man eine Fälschung von einem Original unterscheiden? Am einfachsten ist es, wenn man einen anderen Rock daneben stellt und vergleicht. Dann wird man feststellen, dass die Details alle ein bisschen anders sind. Die Blautöne sind unterschiedlich, weil wir mit der Hand malen. Wenn man mehr Wasser verwendet, erhält man ein helleres Blau. Weniger Wasser ergibt ein dunkleres Blau. Und natürlich kann man sich auch die Unterseite ansehen. Dort steht der Schriftzug Delft. Die Initialen des Malers sind auf dem Stück zu finden, ein Datum, und das ist eine limitierte Auflage. Das ist die Nummer 60 von 150 Stück. Und jedes Stück ist ein Unikat? Jedes Stück ist ein Unikat, jedes Stück ist anders. Was passiert, wenn jemand diese Marke benutzt? Dann unternehmen wir rechtliche Schritte. Okay, darf ich? Ja, natürlich. Lassen Sie es nicht fallen. Okay, nein. Der Rock ist großartig. Wunderschön. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Nicht zu danken. Der Erfolg oder Misserfolg aller Arbeiten, die in Yingdezhen hergestellt werden, hängt vom Fachwissen der Handwerker ab, die den Brennofen überwachen. Dank ihrer jahrelangen Erfahrung legen sie das Holz genau zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Menge nach. Sie tun das mehrere Tage lang, rund um die Uhr. Da die Hitze im Ofen nicht gleichmäßig verteilt ist, werden die verschiedenen Töpferwaren an unterschiedlichen Stellen im Ofen platziert, je nachdem, wie viel Hitze sie benötigen. So benötigt beispielsweise blau-weißes Porzellan den heißesten Platz, der sich am nächsten zur Ofentür befindet. Diese beiden Löcher sind die Augen des Brennofens. Man kann die Temperatur erkennen, indem man beobachtet, wie sie ihre Farbe verändern. Um einen glänzenden Effekt zu erzielen, wird Kiefernholz im Ofen verbrannt. Es gibt bei einer Temperatur von rund 1300 Grad Celsius Öl ab. Wenn es mit der Glasur einer Keramik in Berührung kommt, erzeugt das Kiefernöl eine satte, glänzende, poliert aussehende Oberfläche. Es dauert 7 Tage und die Höchsttemperatur von 1280 Grad Celsius, um diese traditionell gefertigte blau-weiße Porzellanvase zu erhalten. Und damit verabschiede ich mich hier aus Yingdezhen. Danke, Yegor. Ich habe meine echte Delfter Teetasse und eine fertige Proud Mary. Man kann verstehen, warum Sie so stolz darauf sind. Das war's für heute von Crossing Cultures. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.